komplett niedergebrannt, ist am Nachmittag des Pfingstmontags ein rund 200 Quadratmeter großes Garagengebäude mit Holzbedachung an der Straße Klingenhagen in Gruppenbüren. Mehr als 60 Einsatzkräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Werkstattgebäude sowie das benachbarte Wohnhaus zu verhindern. Zwei Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren 24 Atemschutzgeräteträger an den Löscharbeiten beteiligt. Auch eine Drehleiter kam dabei zum Einsatz. Als Brandursache vermutet die Polizei nach ersten Erkenntnissen Arbeiten an einem in der Garage abgestellten Fahrzeug. Die Ermittlungen dazu dauern an. Fahrzeug und Gebäude wurden durch den Brand komplett zerstört. Die Straße Klingenhagen war aufgrund der Löscharbeiten längere Zeit gesperrt.